Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Another Brick in the Mall. Wir müssen mal schauen, dass wir uns hier ein bisschen erweitern. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Ladenfläche, aber ich wäre eher geneigt. Sekunde, wir können das jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, muss ich sagen. Da wir ja jetzt Nacht haben. Moment. Wir machen das. So, erweitern hier schön unsere Ladenfläche. Die Frage ist, kommen wir überhaupt mit der kleinen... Moment, ich erweitere auch mal hier unsere Fläche. Ja, das Büro müssen wir jetzt... Hä? Rechtsklick, um uns einen Befehl abzubrechen. Ach so, Moment. Machen wir das nochmal neu. So, wir verdoppeln mal eben unser Vorratslager. Ich wollte gerade sagen, das wäre super, wenn unser zweiter Techniker mal kommen würde. Oh, Moment, was ist das hier? Befallswarnung, Ratten! Oh shit, da müssen wir mal ganz kurz eben nachschauen. So, Ratten sind in deinem Geschäft durch Schmutz und nicht weggeworfene Müllsäcke erschienen. Baue Wartungszentren und stelle Bauarbeiter ein, um die Ratten loszuwerden. Außerdem, um das Erscheinen der Ratten direkt zu verhindern, stelle Hausmeister ein, Linksklick zum Fokussieren, Rechtsklick zum Verwerfen. Aha. Gut, dann werfen wir die Nachricht mal weg. Frage ist nur, wie wird der Müll hier entsorgt? Warte mal, du bist doch hier Hausmeister, ne? Beauftragt Steve zum Säubern dieses Bereichs. Ja, guck. Okay, es funktioniert also doch mit Rechtsklick ein bisschen was. Das ist sehr nice. So, dann mach doch mal die Rattenplage hier weg. Hallo? Säubern, hast du Bock? Ja, super. Hängt rum. Aber macht die Ratten nicht weg. Ja, sehr geil. Ah, Moment. Ich muss, glaube ich, hier unseren Verwaltungsmenschen dahin schicken. So, einmal bitte priorisieren. Ah, oh, Parkplätze. Verpasste Verkaufsmöglichkeit. Verdammt. So, Ratten wurden beseitigt. Dann mach du doch mal hier bitte sauber. So, wir drehen mal das Tempo hoch, damit das mal hier ein bisschen schneller vonstatten geht alles. So, wir brauchen hier auf jeden Fall mal noch eine weitere Kasse. Ich habe das Gefühl, uns gehen langsam Kunden flöten. Machen zwar ganz gut Gewinn. Hoffe ich zumindest. Höchste Kundensupport, ja, es sinkt. Man merkt, es wird langsam Feierabend. So, verkaufe 30 unterschiedliche Produktdaten. Oha, ach nein, ich wollte das nicht verwerfen. Verdammt! So, zu wenig Parkplätze und immer noch die Befallswarnung. Alles klar. So, zuweisen. Lager. Machen wir einmal so. Und Geschäft machen wir einmal so. Ups, das wollte ich nicht. Okay, Moment. Verwaltungszentrum und so. So, einen Verwaltungsraum. So, jetzt sollte ich, bevor ich erstmal hier wie wild rumklicke, mich lieber um das Wesentliche kümmern. Nämlich darum, dass unser Hausmeister verdammt nochmal nicht da ist. Aber wir brauchen jetzt erst einmal einige Parkplätze. Ich würde sagen, hier hinten haben wir ja schon einen gewissen Teil. So, da wird was beseitigt, das ist schon mal gut. Müllabfuhr! Stimmt, die sollte ich vielleicht auch mal machen. Komm, machen wir da erstmal die Müllabfuhr hin. Dann wird der Müll auch mal weggebracht. So, und dann machen wir die Kundenparkplätze. Ja, direkt neben die Müllabfuhr. Mir ist die Ironie bewusst. Na gut, hier kann ich leider nicht. So, dann muss ich aber gleich mal schauen, dass ich nämlich da mal wieder die Ratten beseitige. Oh,
Oh ja, das muss mal ganz dringend beseitigt werden. Ich habe ein dezentes Rattenproblem. Und da wird endlich mal der Müll weggebracht. Sehr gut. So, wir brauchen mal... eine weitere Kasse eigentlich. So, wo haben wir sie? Da. Und wir stellen dich mal hier hin. Dann verwalten wir nochmal im Geschäft unser Personal. Stellen noch einen weiteren Kassierer ein. So, hoffentlich kommst du jetzt auch direkt zur Arbeit. Und hoffentlich wird auch mal hier jemand... Ach, da oben sind sie noch am Bauen. Okay, das erklärt's. Ja, definitiv zu lange Schlangen. Brauchen dringend noch eine weitere Kasse. Verwalten wir dich mal. Können wir eigentlich irgendwas hier bei dir einstellen? So. Rentabilität 352%, das ist gut. Ich würde gerne irgendwas einstellen, dass ihr mal ein bisschen schneller arbeitet. Ich könnte natürlich das Gehalt entsprechend erhöhen. Vielleicht würde euch das ein bisschen beschleunigen. Verpasste Verkaufsmöglichkeit wegen Warteschlange. Parkplätze. Ratten. Ja, Ratten haben wir nicht mehr. Parkplätze auch nicht mehr. Restaurants. Oha. Die gehen, weil sie hungrig sind. Ja, das ist natürlich Mist. Warte mal ganz kurz. Verwalten. Personal. Ja, du kommst wahrscheinlich erst ein bisschen später. So, wir drehen mal am Tempo ein bisschen hoch. Dass ihr da mal ein bisschen schneller werdet. So, jetzt ist das Geschäft dicht. Dann würde ich sagen, könnten wir die Nacht nutzen, um ein paar Regale zu bauen. So, Geschäft. Oder wir können natürlich ein kleines Fastfood-Restaurant machen. Na, ich würde sagen, wir belassen es erstmal beim Geschäft. So. Was haben wir denn überhaupt an Ware? Ich muss da ganz kurz schauen. So, auswählen. Okay, wir haben sowieso alles eigentlich schon. Heißt, wir bräuchten tendenziell erst einmal nichts mehr. Aber die Kühlkette haben wir erforscht. Alles klar. Das heißt, wir haben hier frische Früchte, frisches Gemüse. Gut, dann machen wir mal die Alkohollizenz. So, aber die frischen Sachen können wahrscheinlich nur hier in die Kühltheke rein. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir doch ein paar Kühltheken. So, 1, 2, 3, 4. So, einmal aufgebaut. So, dann Milch. Milchprodukte. Frisches Fleisch. Frischer Fisch. Haben wir hier noch an was? Nee, ne? Nö. Ach, wo ist denn das frische Gemüse? Wartet mal. Brauchen wir dafür noch eine andere Theke? Ah, hier Tische. Alles klar. Dann machen wir doch mal da hinten ein bisschen was hin. So. Dann schauen wir doch mal. Frische Früchte. Frisches Gemüse. Und frisches Brot. Kleidungsständer haben wir noch nichts. Palette haben wir auch noch nichts. Ja. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier. Was haben wir denn häufig? Nehmen wir nochmal Süßigkeiten. Snacks. Und Kekse. So, Bedarf. Verkaufsanalyse müssen wir erforschen. Wo haben wir das denn hier unten? Ja, komm, wisst ihr was? Dann machen wir doch mal das. Ich glaube, das könnte uns am ehesten helfen. Ich hoffe, dass die Parkplätze reichen. Wobei, wir könnten natürlich einfach noch ein paar weitere bauen. So ist das ja nicht. So. Ich glaube, wir bräuchten auch mal langsam aber sicher einen zweiten Lageristen. Wird ja doch langsam recht eng hier.
So, unsere drei Kassierer geben alles. Ah, warte mal. Wir müssen hier die Arbeitszeit mal auf 10 Stunden erhöhen. So, alles klar. Oh Gott, selbst die drei Kassen hier sind schon, glaube ich, zu wenig. Leute, wir haben einen riesigen Ansturm. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde sagen, wir verlegen die beiden Kühltheken und holen uns dafür noch eine Kasse. Wir können natürlich auch gucken, dass wir länger aufhaben. Ah, die letzten Tage waren jetzt nicht so die gewinnbringendsten. Und es scheitert leider tatsächlich an der Kasse aktuell. Was ist hier? 2000 Gesamtverkäufe erreichen, alles klar. Immer noch die Parkplätze, meine Fresse. Warteschlangen und Restaurants, ja gut, alles klar. Okay. Warte mal. Wir bewegen dich mal hier hoch. Dich bewegen wir mal hier hoch. Und dann bauen wir noch eine weitere Kasse hier hin. Und stellen tatsächlich noch einen Kassierer ein. Du hast auch hier sehr gute Werte. So, auch einmal 10 Stunden. So. Brauchen wir echt noch mehr Parkplätze? Finde ich irgendwie mies. Ich meine, wir haben zwar... Das finde ich so lustig. Wir haben ein relativ kleines Geschäft. Muss man ja einfach so sagen. Ne? Wir sind ja jetzt noch nicht sonderlich weit. Aber... Oh, Moment. Hä? Warum ist da jetzt nichts mehr drin? Ach so, es muss noch beladen werden. Kein Produkt ausgewählt. Bööö. Dann nehmen wir doch mal Limonade. Und Säfte. So, schön. Ihr beiden steht da jetzt rum. So. Mit 4 Kassen dürfte das schon mal deutlich schneller gehen alles. Es sieht bisher gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, es könnte reichen. So von der Anzahl der Kassen her. Obwohl, oh Gott, es wird schon wieder so voll. Leute, wir brauchen echt noch mehr Kassen. Und mehr Parkplätze vor allem. Wir machen zwar richtig schönen Gewinn hier gerade. Also so viele Verkäufe hatten wir definitiv noch nicht bisher. So, aber wie gesagt, an den Parkplätzen scheitert's. Und ein bisschen an der Anzahl der Kassen. Okay, Leute, ich bin jetzt mal so wahnsinnig. Moment, was haben wir hier? Autowerkzeug und Spielzeuge. So, einmal bitte bewegen. So, Autowerkzeug und Spielzeuge. Und wir bauen noch eine Kasse. Gewinntechnisch läuft es ja recht gut, muss man sagen. So, du darfst auch 10 Stunden arbeiten. Wir brauchen noch mehr Kundenparkplätze. Wir schauen mal kurz, wenn wir jetzt... Können wir hier die Straße hochbauen? Guck mal bitte, ob der dann hier... Ob das so überhaupt klappt. Bitte ein bisschen schneller. Oh, super, das geht nicht. Moment mal ganz kurz. Krieg ich jetzt den Kundenparkplatz hier nie wieder weg? Böh. Ach, Mist, das wollte ich doch gar nicht. So, Straße wollte ich. Okay, so wird das nicht. Dann machen wir es so. Ist jetzt ein bisschen umständlich, muss ich zugeben. Oh, jetzt müsst ihr natürlich wegen Schichtwechsel abhauen. Ganz klasse. Und natürlich schön, bevor da... alles weg ist.
Gut, andererseits, wenn ich jetzt durch die Kassen, durch mehr Kassen, die Leute schneller abgefertigt kriege, dann kann es natürlich auch sein, dass wir zumindest weniger Parkplatzprobleme haben. Ich sag nicht gar keine, aber wie gesagt, zumindest weniger. So, komm, mach hier fertig. Dann haben wir hier ganz viele neue Parkplätze direkt. Ja, sehr schön. So, lupt das doch. Ja, ich würde sagen, das kann sich hier alles sehen lassen. Mein Gott, 2000 an einem Tag eingenommen. Sehr geil. So, ich muss sagen, das war jetzt hier aber echt nur eine Notlösung. Wie kann man eigentlich auch ganze Sachen ganz normal abreißen? Ach, entfernen. Oh. Okay. So hätten wir es einfacher machen können. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal neu. Ach ja, einmal mit Profis, ihr Lieben. Ein einziges Mal nur. Es wäre so schön. So, hoffen wir mal, dass diese Anzahl an Parkplätzen erst einmal reicht. Was ist jetzt wieder? Schon wieder ein paar Ratten. Ich krieg die Krise. Und warum wurde der Müll nicht abgeholt? Hm? Wo ist unser Hausmeister? So, da ist unser Hausmeister. Ach, auf einmal kann man doch den Müll abholen. Sehr gut. Schulden haben wir Gott sei Dank noch keine. Ja, nach dem Abwärtstrend geht es jetzt echt mal aufwärts. Alter, ich habe immer noch Parkplatzprobleme. Es ist so abartig. Aber gut, ich glaube, ich unterschätze einfach das Prinzip der Parkplätze. Also, sinngemäß so, wie viele Parkplätze braucht man? Das unterschätze ich, glaube ich, gerade schlicht und ergreifend ein bisschen. Hm, da hat einer sein Auto vergessen. Auch nicht schlecht. Kann man machen, würde ich jetzt nicht. Aber, gut, wenn ihm sein Auto nicht so wichtig ist. Mein Gott, wer sind wir darüber zu urteilen? Ach so, das war er hier. Ich brauche mehr Mitarbeiterparkplätze, fällt mir gerade mal auf. Auch geil, dass du nicht eben noch die 2 cm hier fertig gemacht hast, ne? Du fauler Hund, du! So, komm da bitte auch noch. Genau, einmal direkt zurück. So. Warte mal, verwalten. Stopp mal ganz kurz. Achso, du bist schon... Gut, du bist schon fertig mit deiner Arbeit, dann ist das okay. Moment, ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Sehr schön, Bedarf. Oh, Fastfood-Bedarf, Nachfrage 60. Moment. Verkäufe gestern 10, Nachfrage 26. Was heißt das? Heißt das, ich habe nicht genug Regale davon? Oh je. Leute, es gibt viel zu viel Nachfrage. Würde ich mal sagen. Könnten natürlich noch einen Lageristen einstellen. Wir stellen erstmal noch einen Lageristen ein. So. Zack. Auch 10 Stunden. Ach, wir haben noch gar kein neues Forschungsprojekt ausgewählt. Stimmt. Wird da einmal weiter geforscht. So. Verkäufe gestern Nachfrage. Fastfood, ja, da ist auf jeden Fall eine Nachfrage da, deswegen würde ich sagen. Sollen wir hinten einfach mal eine kleine Fastfood-Ecke machen? Ich meine, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ein bisschen so das ganze Spielprinzip verstehen. Na, wobei das wird so, glaube ich, nichts. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns auf unsere Kernkompetenz Geschäfte fokussieren. So, da wird jetzt erstmal richtig schön viel gebaut. Gucken, dass wir hier nochmal ein paar neue Regale machen. So, Tisch, ich mache hier
drei Tische, da kommt dann Brot hin. Moment, das passt so gar nicht. So, Sekunde, zack. Komm, wir machen das hier hin. Dann machen wir noch mehr Lebensmittel hier hin. So. Frisches Brot. Frisches Brot. Frisches Brot. So, und unser Lagerist, der ist halt wirklich die ganze Zeit am Rennen. So, guck mal einer an. Ja, immer schön kreuz und quer brauchen. Bloß kein Feld mal irgendwie fertig machen oder so. Es wäre ja sowieso zu einfach. So, dann können wir auch hier mal eben weitermachen. Mehr Parkplätze für mehr Kunden. Ganz wichtig, erst die Parkplätze bauen. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Ja gut, aber an sich, ich meine, das klang jetzt sehr sarkastisch, aber an sich ist das ja auch eigentlich richtig, ne? Dass die Parkplätze da Vorrang haben. So, was machen wir denn hier? Schauen wir doch mal in unsere Bedarfsanalyse. Limonade auf jeden Fall. Komm, wisst ihr was? Wir machen hier nur Limonade rein. Limonade. 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 So. Schon wieder Ratten. Wasserverkaufsmöglichkeiten. Okay, jetzt gucken wir uns einfach mal die Parkplatzsituation kurz an hier. Wie sich das so entwickelt. So, und langsam sackt unser Gewinn ein bisschen ein. Aber, ja, und wir haben es nicht geschafft, darüber hinauszukommen. Ja, die Gehälter, die fangen langsam echt an, uns aufzufressen. Okay, wir müssen... Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich schmeiß doch einen Lageristen raus. So, komm. Du bist raus. So, den Bedarf an Süßigkeiten, den habe ich ja schon scheinbar gedeckt erstmal. Hier genauso wie bei Kekse. Milchprodukte ist noch mehr Bedarf da. Komisch. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Eieieiei, das ist nicht schön. Ich muss echt gucken, dass ich das vielleicht mal umschichte und länger aufhabe. Also da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich das genau mache. So, Thema Öffnungszeiten. Ich muss auch nochmal echt eine Taktik überlegen, wie ich da überhaupt an die ganze Sache rangehen soll. Aber ich sage, ich behalte jetzt hier ein einzelnes Geschäft, mache hier noch ein anderes Geschäft bald auf. Wobei, ich könnte ja auch hier gegenüber eigentlich so ein Restaurant machen, so ein kleines Fastfood-Ding, oder? Wäre zumindest nicht so ganz verkehrt. Ja, wir machen wieder ein bisschen Gewinn, aber es war leider nur ein bisschen und wir zahlen ja weiterhin jetzt gleich noch Löhne. Nun gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir schauen beim nächsten Mal, wie wir uns vielleicht ein bisschen so verbessern können, indem wir hier so ein kleines Restaurant hinbauen. Ich versuche es einfach mal, ich garantiere noch für nichts, aber ich glaube, es hat durchaus Potenzial. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ihr Lieben, Tschüssikowski.